Die Helis waren direkt am Kokerfeld, oder? Ja. Okay. Hast du ihn verkauft? Nee, ich muss noch näher an das Ding ran, aber das wird richtig gefährlich, da drin zu landen, ey. Okay. Irgendwer hupt doch da, oder? Weil das Ding ist überdacht jemand. Und ich bin jetzt schon unter einer Stromleitung. Das ist echt, wird sehr witzig, was ich gerade habe. Da rechts fährt ein Pickup, die fahren da bestimmt auch hin. Fahr schneller! Das sind bestimmt die. Achso, die selbst dürfen aber eigentlich nicht mehr hin, ne? Nee. Ja, hin oder her, ist doch egal jetzt. Wenn die da hin wollen, dann sie dürfen nicht, aber sie können. Pass bloß auf, dass er nicht zu nah rankommt. Ich bin kurz vorm Abschmieren. Ich mach so die Kamikaze-Aktion. Ich versuche in diesen Hangel reinzufliegen. Wow, das war keine gute Idee. Die hupen die ganze Zeit. Wir müssen einfach schneller sein. 3,5 Kilometer noch. Schnell! Ja, ich drück doch hier schon auf die Tube. Ich muss nicht auf die Hupe drücken. So näher kann ich nicht ran, Mann. Ich trau mich nicht näher. Okay. Ich bin da, dass du über mir schon eine Stromleitung bist. Pass bitte auf, ey. Ist genau ja, ich. Der Typ steht jetzt am Ende gelandet. Von dem Haus, so weißt du, das ist voll ätzend, ey. Ah, nee, geht sind nicht, Mann. Krieg nicht verkauft hier bei den Typen. Ach, Mist. Wollen wir jetzt mal halt deinen Heli holen? Ja, okay, und ich habe kein Repair-Kit, ne? Ich habe kein Repair-Kit oder so. Ich aber, glaube ich. Ich habe Repair-Kits dabei. Gut, dann schieße ich den Heli den Motor kaputt, die okay? Die fahren auf der Straße parallel zu uns, warum sind die schneller? Ich habe drei Werkzeugkästen dabei. Ich habe sogar noch eine Waffe dabei. Ich habe auch eine Waffe dabei. Ich habe eine MK-20C noch im Rucksack. Also den Heli habe ich geschrottet. Sehr schön. Den aber wir kommen ja dazu, den können wir es ja reparieren. Nee, wir müssen zum Heroinfeld. Da ist mein Rebellen-Heli. Genau. Ah, Kokain, Entschuldigung, Kokain. Ja, da sind wir gerade unterwegs hin. Okay, super. Oh Gott. Warte mal, ich hab noch... Was los? Oh Gott. Essen und trinken müssen wir noch. 90 also Grad. Ja, ich hab gar warte nicht. Mal, ich hab Essen und Trinken dabei. Sehr gut, dann treffen wir uns beim Kokerfeld, würde ich sagen. Ja, 2,6 Kilometer noch. Ah, ich bin so blöd. Ich will als Co-Pilot einsteigen, mach ich mal Passagier. Sorry. Das ist die falsche Straße. Ich weiß, ich möchte nur hier hoch, da ist es nicht so steil. So, jetzt klappt's. Okay. Sorry. Jo. Ja, meine lieben Zuschauer. Heute ist sehr spannend auf allen Kanälen. Wenn ihr jetzt also nicht gesehen habt, was Dalu macht, schaut bei ihm vorbei. Wenn ihr wissen wollt, was Blaze und Anne macht, schaut mal da rein. Und wenn ihr wissen wollt, was ich tue, schaut weiter. Ja, bin ich wieder ein Fuchs hier. Ich doch gucken, wie ich den Wolfs den Arsch gewettet habe mit. Ja, bitte, schaut mal bei Krabs rein, die Szene. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Das sieht man nur bei uns beiden. Also das werde ich auf jeden Fall mir auch selber reinziehen. Die sind da umgefallen, wie die fliegen. Ich verstehe nicht, was und wieso wieder. Sehr kuriose Aktion auf jeden Fall. Das Blöde ist nämlich, ich komme mir so vor, als wäre es nicht meine Schuld gewesen. Als wäre es deine Schuld? Nein, als wäre es nicht meine Schuld. Wenn er in deinen Heli steigt, dann darfst du dich ja wohl wehren. Ja, aber ich meine, ich habe ihn rausgeschossen und dann wäre es für mich wieder okay gewesen. Aber dann hat dieses Ball dann angefangen, wo ich mit dem Heli abgehoben bin. Das habe ich nicht verstanden. Ja, what the fuck? Das war doch, warum haben die mich dann beschossen? Das ist doch völlig... Ja, nee, ich meine, können sie ja wohl. Ich meine, die waren ja auch wirklich in der Überzahl mit allem Mann. Da können sie auch ruhig auf den Heli schießen, nur die müssen sich nicht beschweren, dass sie jetzt alle tot sind. Ja, machen sie ja nicht. Übel. Na, ich fand's ein bisschen kacke, weil ich echt alleine da war. Das war echt. Okay, du warst auch da. Das war natürlich schon ganz geil. Ich bin ja extra da hinten runtergegangen. Ja, nee, war gut, Jobs. Mann, ey. Was für ein Team. Take that! Bam! Take that! Was macht Dalu die ganze Zeit? Ja, Dalu ist im Extreme Roleplay heute, glaube ich. Dalu ist immer nur stumm hier. Dalu Roleplay gerade die ganz Kavala kaputt. Ja, das Problem ist, dass wir es nicht mithören können. Das ist und danach haltet euch fest, danach hat Krabs wahrscheinlich drei neue Autos, vier verschiedene Klamotten, 18 Rucksäcke, 15 Repair-Kits, die alle nicht bezahlt hat. Ja. Wenn du jetzt auf der Hauptstraße gleich weiterfährst, dann müsstest du schneller sein als sie, oder? Da ist schon wieder ein Heli, bist du das? Das ist unser sind wir. Schön gemacht. So, jetzt einfach auf der Hauptstraße weiterfahren. Die Stromleitung. Ach, da fährt schon Polizei. Da ist schon direkt Polizei vor uns. Ist das Polizei? Nee. Warte, langsam. Das ist ein blauer Pickup einfach nur. Ist, ja, ich sag. Geschaut. Oh, da vorne ist noch ein roter Pickup. Siehst du ein SUV und ein blauer? Er ist kaputt gegangen, er ist stehen geblieben. Fahr weiter einfach. Bleib mal in der Luft stehen. Da sind noch zwei. Herr Ifrit, die Straße, bitte lang. Von fahrt die Straße lang. Trefft ihr euch auf drei Autos. Macht dann ein bisschen Welle da unten. Mal nicht drehen, Krabs. Bleib mal so stehen, bitte. Ich muss mal kurz scouten. Nee, nicht bewegen. Lass mal in der Luft stehen bleiben, bitte. Ja. Ich brauche Hilfe. Balou ist da. Moment, Karl-Heinz, Balui und Klim sind auf der Straße. Okay, geh da runter, Krabs, geh da runter hinten. Oder wenn ihr mir helfen könnt, an Eisen, Kupfer ankaufen, ich bin jetzt wieder gemutet, ich brauche unbedingt Hilfe. Wieso, was ist los? Die Bullen haben mich gleich. Nee, die sind schon vorbei. Mich hier, also. Mich.
Ja, das ist natürlich doof. Wir sind völlig woanders und haben gerade auch lauter Leute um uns. Ja, aber wir können gleich, sobald wir den Heli von Ralf haben. Ich gehe gleich noch zurück und hol mir da noch die Pickups, die wir da geparkt haben. Oh, das ist ganz schön schräg hier. Ja, dann steht mal da vorne dann. Ah, egal. Boah, Alter, der Busch. Lass mich mal kurz hier raus, ich will zu den Pickups, die da sind. Digga, wollen wir nicht die Helis mitnehmen? Sind das zwei? Kannst du den reparieren? Schon, oder? Ja. Ja, aber wir haben einen zivilen Heli hier. Ein ziviler Heli ist nur da. Pass bitte auf. Du musst mich auf jeden Fall beschützen, wenn ich das mache. Okay. Okay, mach ich. Ihr habt euch ja nochmal Backup. Zwei Helis sind hier, ne? Ja, wir stehen auch hier oben. Achtung. Ihr seht uns ja genau. Ja. Okay. Oh, jetzt sehe ich heiß wie in dem Staub, ey. Nice move. Also, der eine müsste, glaube ich, gelockpickt werden, der zivile Heli. Falls ihr den mitnehmen wollt. Ansonsten Rotor kaputt machen, draufschießen. Ansonsten seid ihr sogar umsonst hierher gefahren. Ja, wahrscheinlich der Zivile. Die anderen Zivile, sind Rebellen-Helis hier. Das sind unsere. Der da ganz hinten ist der Zivile, oder? Ja. Ja, Anne. Die stehen übrigens da hinten, ne? Wer? Das sind eins, zwei, mindestens drei Leute bei den Pickups. Ja, ja, das ist aber Klim, Zander und wer haben wir noch dabei? Ich hab's gerade euch erzählt, so. Warum hätten wir halt zugehört? Balui. Noch ein Pickup, genau. Vier. Das sind aber nicht die, die wir abgeknallt haben, ne? Denkt dran. Nee, das sind andere. Aber vielleicht haben die sich verbündet. Na, ich glaube nicht. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wo ist denn deren Position? Wir sind drüber geflogen. Die sind von uns aus gesehen, Kompass. Also, die sind an der Straße. Das kann ich gerade nicht gucken, Kompass. Die sind an der Straße oben, richtig. Also das perfekte Ziel für den Ifrit. Auf jeden Fall. Dalu. Oh, scheiße, jetzt ist Dalu wieder gemutet. Wie sollen wir denn mit dem reden, ey? Okay, Gruppenchat. Was soll ich Dalu, ich komme zu dir. Die mute dich mal. Leute, ich bin am Arsch. Ich halte sie noch ungefähr 3-4 Minuten hin. Wo ja, bist komm. Du? Wo bist du? Blaze, du könntest mit denen da hinten spielen. Kleinen Moment eben. Ich suche die Papiere eben. Und, ich fliege mit dem geklauten Heli zu dir gleich. Eisen-Kupferhändler. Da, wo wir die Geisel genommen haben. Ich halte sie noch ein bisschen hin. Dalu, halt uns. Was sollen wir denn tun? Wie helfen? Sag mir, ist Abschießen helfen oder ist Roleplay helfen? Oder nicht einfach nur da rausholen. Die kommen, ne? Sollen wir die wegballern, Dalu? Oder jetzt machen wir Mute doch nicht. Halt die auf Distanz, Alter. Dalu, sollen wir die wegballern oder sollen wir die wegrollen? Halt die auf Distanz, sag ihnen doch, sie sollen Roleplay, sie sollen stehen bleiben. Weg Roleplay. Ja, die brauchen noch ein bisschen. Halt's Rebellen. Ah ja, und Blaze, du hast ein Ifrit, ne? Du kannst sie ja schön einnebeln und so. Ich hab keinen Nebel. Ah ja, oh, sie kommen. Wer ist denn sie? Oder. Ja, die fliegen jetzt. Ah, ich muss. Ja, genau. Weil fliegt zu denen, ich dreh nochmal um. Ich flieg zu Dalu. Komm mal zu deinem Heli runter. Dalu, ich komm zu dir. Ich steig aus, okay? Ich denke nicht mal an meinen Ifrit. Die kommen alle gerade an. Ich bin gerade wieder gemutet. Die sind schon ausgestiegen. Dalu, soll ich dich denn abholen? Dahin gehen und irgendwas sagen? Ihr müsst die ablenken und ich hau ab und dann hauen wir alle ab irgendwie. So, weißt du, ich kann erstmal nur im Tierflug drüber. Das kann ich dir anbieten. Der Rest ist nicht da. Was ist denn jetzt hier gerade los? Ich bin ja von den Bullen angehalten und die wollen mir die Sniper abnehmen. Ich deck dich jetzt mit meinem Ifrit. Alles klar, super. Dass die Dalu, Kilometer, ich gehe runter. Okay, ich quatsch dir noch zu. Ich quatsch dir noch schön zu. Mach dich bereit. Ich komm dann auch zu dir, Dalu, mit dem Heli. Okay, ihr lenkt dir mit dem Heli ab und ich hau dann ab. Ich flieg gleich drüber. 1,5 Kilometer, Dalu. Ich hoffe, ich gehe nicht drauf, ey. Der blaue Picker kommt, die kommen alle gerade ein bisschen näher. Anne, wie sieht's aus? Ah, oh, schon wieder kaputt gebrochen. Die sind jetzt alle da, ne? Ihr seid umstellt von denen. Das ist mir egal, weil wenn ich die ein bisschen anschieb, dann sind die Autos kaputt. Du kannst mal ein bisschen Nebel machen, Blaze. Hab ich keine mehr. Das ist das, der kommt davon, wenn man das einfach nur in der Stadt nutzt. Pass auf meinen Rücken auf, ich versuche jetzt nochmal den Heli zu knacken. Ja. Also der eine hat zumindest schon mal keine Waffe. Ich hau ab, danke Leute! Da ist Zander, ne? Mhm, Zander bei Louis Klim. Vielen Dank für die Ablenkung. Kein Problem, Mann. Hat geklappt, ja, super. Ey. Super. Nice, Mann, nice. Freut mich. Sehr nice. Sie haben alle hochgeguckt, da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich rein. Ja, und jetzt lenke ich sie nochmal. Versuche hier gerade den Helikopter zu reparieren. Ist der kaputt oder was? Du, wenn das nicht geht, steig bei Blaze ein und haut ab. Ich deck's ja schon. Okay, keine Schüsse auf mich, Dalu, wo soll ich dich abholen? Ich fahre jetzt Richtung
noch nicht auf die Karte gucken, aber okay. Oh nein, sie kommen mit den Sirenen. Scheiße, da kommt noch ein Heli an. Du siehst ja, mich doch, oder? Kannst du mir ein bisschen Eskorte von oben geben, dass ich weiß, wo ich hinfahren soll? Was, ihr Enkel? Ja, ja, du fährst doch gut, ich sehe dich, ja. Ja, ich hab's geschafft. Sau nice, Anne. Wer ist das? Ah, Julo. Julo, Philipp ist schon wieder hier. Ist aber auch 15 Minuten her, circa. Echt? Ja, auf jeden Fall. Ich habe so lange mit denen gequatscht. Dann kannst du mit dem reden oder den gleich wegnieten, wie du willst. Ja. Ich steige in den Heli und hau ab. Da haben sie mich alles noch? Gut. Nein, nein, hinter dir ist kein Mensch, ey. Jawoll. Ist vollkommen frei, Mann. Hinter dir ist nichts. Oh, war das knapp, ey. Habt ihr jetzt den Heli oder wie sieht das aus? Nö, hier ist gerade Chaos. Ich verstehe gar nichts mehr. Ihr redet die... Vorsichtig, die jetzt ankommen. Hallo, ihr müsst, steigt in den Ifrit und haut ab. Ja, haut ab, Ifrit. Die jetzt ankommen, sind nämlich die wir vorhin umgenietet haben. Rein in Ifrit, abschließen. Ich höre nichts mehr wegen dem Heli gar nicht. Ja, rein in den Ifrit, schnell, Beeilung. Ich fahr mit, flieg mit dem Heli. Fahr mich bitte nicht um. Nö. Mann, ist hier viel los. Ab geht die Post. Blaze ist voll von der Entertainer. Ey, das Gespräch war der Hammer. Es lohnt sich gerade bei jedem von uns irgendwie zu gucken, glaube ich. Ich glaube, jeder von uns hatte irgendeine richtig geile Szene. Ich bin froh, dass ich Teil deiner Rettungsstation war. Das freut mich voll. Ich hol dich jetzt ab hier, ne? Hast du ein bisschen in Ifrit unterwegs? Ich bin im Ifrit unterwegs, ja. Ich war aber außerhalb von meines Autos. Du musst mich auch nicht abholen. Okay, ich gut. Alles klar. Ich habe gerade testen, ein Scheißauto oder so. Sorry. Nee, das war geil. Anne und Blaze, übernimmt ihr mal das Gespräch bitte, wenn es bei euch so abgeht. Nö, wir sind fertig. Ich hab den Heli gelockpickt, ich bring den jetzt zum Chop-Shop, hoffentlich, sicher. Der obere geht aber nicht, habe ich gemerkt. Ich konnte meinen Heli da nicht chop-shoppen. Ich habe den zerschossen und da stehen lassen. Du musst woanders hin. Welcher geht? Weiß ich nicht, auf jeden Fall nicht der oben in der Nähe, der nächste. Nee, der Lieferdienst kam und dann kamen auf einmal drei Bullen mit Eve, also mit den Huntern, und dann haben sie mich umstellt gehabt, da hatte ich keine Chance. Da war auch ein Strider dabei, oder? Ein Strider zu Hunter, oder? Ich musste mich auf jeden Fall ins Gespräch einlassen und da waren ja meine Lieblingspolizisten bei. Oh, jetzt wieder ein Strider an der Tanke, wo ich da tanken will. Und da hatte okay, ich der Strider ist gerade voll in die Tanke reingerauscht, der wollte mich verarschen, ey. Wir können ja gar nichts, ey. Ich glaube, ich brauche nochmal einen Heli-Crashkurs zu fliegen. Ich muss noch abhauen, glaube ich. Ja, du kannst Heli fliegen. Ja, einigermaßen, ne? Boah, ist mit der Sonne los. Warum ist sie wieder da? So, wollen wir uns jetzt eigentlich irgendwie mal wieder so treffen? Oder sind wir jetzt alle alleine unterwegs? Oder? Ich muss erst mal tanken, Leute. Scheiße. Ich glaube, ich werde sterben mit dem Heli. Mann, was machst du? Muss ich hier irgendwie auch doppelt alt drücken, damit es... ja, natürlich. Okay, ich glaube... Moment. Du kannst natürlich das auch ist alle hier die jetzt vorbei rauscht, ja? Und wir tauschen, ne? Ja, wenn ich das hinkrieg. X. Bei deiner gerade bin ich ja jetzt unterwegs in irgendeine Richtung. Okay. Ich muss nur ein bisschen steigen nochmal, glaube ich. Könnt ihr mal schauen, ob hier an der Tankstelle jemand ist, wenn ich hier tanke? Nicht, dass ich gleich rausgeschossen werde aus meinem Heli. Ja, mache ich. Danke. Ganz kurz nochmal mir kurz sagen, welchen Chop-Shop ich hier besuchen soll. Wissen wir nicht. Muss ich selbst rausfinden. Der in der Mitte ging nicht, oder was? Ich weiß nicht, wer hier denn in der Mitte ist, deswegen. Ich war da echt vor 10 Minuten. Ich muss selber erstmal landen und tanken. Sorry, aber danach kann ich dir helfen. Ist Stalu jetzt entkommen? Ich bin entkommen, ja. Alle Bullen haben hoch zu dem Heli geguckt, als ich gefahren habe. Ist das ihr Helikopter? Alle gucken hoch, um den Namen zu scannen. Und dann zack, rein ins Auto und weg. War echt gut, Mann. Ich tanke, super, alles klar, Mann. Aber ist jemand auf der Straße? Seht ihr gerade jemanden? Da ist ein Strider und Hunter vorbeigefahren gerade eben. Nichts, ne? Ich sehe gerade keinen. Okay, Chop-Shop, Anne habe ich ausprobiert. Der beim Checkpoint 2, glaube ich, Dann gehe ich jetzt zu dem bei Genau, das ist die Stromleitung. Der war bei einem Gebäude. Oh, da kommt was. Da kommt ein roter Pickup. Ja, sehe ich ja gut. Da wird es irgendwie nicht so. Das ist wer? Mark. Das ist ein Zivilist. Ah, okay. Überfallen? Ah. der Ifrit. Ah, nee, das war der Verfohlen. Was? Daluk hat Ifrit. Du fährst nur lang. Du bist genauso schön in den Bergen da hinten, oder? Ja, ich habe ein Treffen mit einem Polizisten alleine. Wir müssen noch was sag lernen. Uns das doch. Es fahren ein Hunter und ein Strider die Hauptstraße entlang Richtung Checkpoint 2. Genau, das sind die Cops, die vorhin die gerade an der Tanke vorbeigefahren sind. Ja. Nee, ich wollte euch das noch erzählen, wenn das Ganze hier unter Dach und Fach ist, also der Treffpunkt. Okay. Und ihr dürft euch nicht nähern. Ja, es geht nur darum, dass du uns sagst, nicht, dass du, wenn du stirbst, wir nicht wissen, was los ist und so. Ich werde nicht sterben. Ich bin mir da sicher, dass er. Ich gehe jetzt mal ein bisschen ärgern. Oh, so langsam habe ich es im Griff, glaube ich. Sehr gut.
Frage ist nur, wie komme ich dann vom Chop-Shop zurück? Ja, hol dich ab. Ja. Ich kann auch kurz neu spawnen sonst. Geht's auch mal Richtung... Nee, mich hol dich ab. Das machen wir schon richtig. Okay. Die Zeit haben wir. Die Zeit nehmen wir uns. Was für eine krasse Epic-Aufnahme wieder, Leute. Wenn ihr es genauso seht, Epic dann sagt es uns einfach nur in den Kommentaren und schreibt uns. Mir wird die Straße jetzt zu blöd. Na endlich. Offroad, Baby. Aber es ist dunkel. Und es ist wieder hell. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich bin erst einmal Heli geflogen. Ich finde, dafür klappt das schon ganz gut und ich bin noch nicht gestorben. Das ist das. Bei TT stirbt auch keiner alle. Hast du mitbekommen? Es geht nicht. Ja. Unmöglich. Die werden immer wieder geboren, weil sie so awesome waren in ihrem ersten Leben. Ne, Moment, das ist ja irgendwie falsche Logik. Egal. Die sind am Checkpoint, der Strider. Verfolgen wir jetzt gerade die Polizei mit unseren Heli, sehe ich das richtig, ja? Ich ärgere sie gerade. Ja, ich komme jetzt mit. Ich bin ganz knapp über sie drüber weggeflogen. Ja, okay, was heißt ganz knapp? Leicht. Hast du Kollisionslicht an? Nee, hab ich nicht. Aber ich finde, das sieht ganz cool aus. Von unten. Mach ich an. Ja, ich will halt nicht sofort gesehen werden, ne? Ja, ist richtig. Was? Können wir mal Licht anmachen hier. Ist irgendwie ein bisschen dunkel mittlerweile, ne? Ja. Die Sonne geht unter. Der Polizeichef hat mir gerade geschrieben. Ja, was sagt er? Wenn man mit ihm sprechen möchte, sollen wir in Richtung Stadt kommen oder eben nicht. Wie fühle ich mich denn bitte allein mit einem Rebell in einem Dorf? Ich habe nicht das Gespräch gesucht. Ich möchte bla bla bla. Ne? Also, das war nach der Dalu, oder? Das sollte an mich gehen, ja. Ja, also Dalu, wenn, dann musst du zu ihm kommen. Ach, er lässt doch nicht mit sich verhandeln. Ja, warum auch? Ich wollte in ein Dorf, da bin ich ja auch alleine gewesen. Ich gehe doch nicht in die Hauptstadt. Anne fliegt ganz schön hoch, oder ist das Ralf? Ich bin das, ich hab gescoutet. Alter, ich guck hier, ich dreh mich immer links herum und Bahn überall sind Leute von uns verteilt. Ja, ist geil, ja. Jo, ich hab Nachtsicht eingekauft. Ich brauch gleich auch Nachtsicht, glaube ich. Aber ich du hast keins? Hier. Oh. Doch, hab ich. Okay. Ich sag nur, ich werd's wahrscheinlich gleich brauchen zum Landen. Also, die drei Helis in der Luft, wir brauchen eine Mission. Wir fliegen total unkontrolliert einfach durch die Gegend und machen nichts. Ja, ich flieg mal Richtung Dalus, das glaube ich. Ich muss jetzt auch irgendwas anderes machen, weil in der Gegend rumfahren ist auch irgendwie ein bisschen, ne? Ich würde sagen, Kupferverarbeitung ist ein Auto. Seht ihr das? Das ist ein Quadbike. Das suche ich mir an, 3 Kilometer. Schauen wir mal, was für ein Quadbike ist. Er fährt mit dem Quadbike zur Kupferverarbeitung. Keine Ahnung. Oops. Aber es ist aber schon richtig dunkel geworden, ey. Ich fliege jetzt nochmal über den Checkpoint weg. Und ich fliege mal am Heim entlang. Nicht, dass wir uns gegenseitig crashen, pass auf. Können wir eigentlich auch einen Heli spawnen, ne? Ja, lol, Alter, ich hab die sogar gehört, so tief war ich. Kilometer, ich bin gleich da. Boah, wenn ich das überlebe, ne? Herr Blaze, hast du wieder... Du fährst da, Blaze, ne? Kann das sein? Jupp, Blaze fährt. Ah, der ist in der Luft. Nein, ich meine, ist Blaze hier bei mir? Blaze ist der Ifrit. Okay. Was hast du jetzt vor mit dem Ifrit? Ich weiß nicht, ich werde ihn in die Garage packen, weil alleine rumfahren, das bockt auch irgendwie nicht. Ja. War hier nicht irgendwo die Tanke? Da ist die Tanke. Ihr könnt mich wer abholen und zum Airfield bringen, dann hole ich mir auch einen Heli. Also die TIP-Jungs sind gerade bei der Erstverarbeitung, fahren gerade weg. Zwei Autos sind's, das eine ist ein Quadbike, das andere ist ein Pickup-Truck. Die sind direkt unter mir auf meiner Position. Okay. Nur, dass ihr Bescheid wisst, die fahren jetzt zum Eisenhändler, schätze ich mal, zurück. Sind Zivilisten wahrscheinlich unbewaffnet. Geben aber auch nicht Gas, wenn ich runtergehe. Oh Gott, Early Boy, der Killer. Wie sink ich denn nochmal ab mit Y, oder? Olaf! Olaf hat jemanden umgebracht! Ah ja, mit Y. Alter, auch schon wieder die SB, ey. Die kriegt's aber heute ab, ey. Die sexy Boys. Die haben wohl ihre Dienstangebot. Und Early hat nur Fromage, Fromage! Hey, Early. Können wir dir unseren Dienst anbieten? Was? Bam, bam! Leck tot. Ah, da unten ist noch ein Auto. Hier ist richtig was los hier bei der Verarbeitung. Hier vorne fährt Mark wieder. Hier sind gerade voll viele Zivilisten. Warum lasst ihr es euch hingehen? Vor die Party hier. Ja, alleine gehe ich da nicht hin. Nein, es sind nur Zivilisten. Das sind wirklich Zivilisten. Die haben noch nicht mal... Guck mal, da kommt noch ein Auto entgegen. Wer ist das denn, ey? Jetzt... Ah, doch, auftauchen. Schon wieder Mark, okay. Nö, nee, es sind nur Zivilisten. Okay, die will ich jetzt auch nicht erschrecken, ey. So, ich komme zur Garage, Blaze, ja? Ja.
Krieg das hin, Leute, ich krieg das hin. Drück mir die Daumen. Arne, du kannst das machen. Chaka, du schaffst es. Kennt einer eine Kirche vor Kavala? Sind mehrere Kirchen vor Kavala. Ja, ich kenne sie. Über Kavala und unter Kavala sind beides zwei Kirchen. Oh, hier fliegen wieder zwei Helis gerade. Da war ein anderer Ifrit. Hast du den Polizeichef gesehen? Nö. Also im Checkpoint. Ja, das sieht gut aus, Anne. Ja. Im Checkpoint ist Safi, ein Strider, ein Hunter. Die sind hier gerade voll besetzt, so dieser Checkpoint, wo die Zivis langfahren. Ja? Checkpoint 2 ist gerade richtig in Polizei-Action, ja. Ich bin gelandet. Oh, Anne. Was gut ist ein schlechtes Zeichen? Das ist gut. Und ich lebe noch. Aber der Strider da hinten ist doch Blaze, oder? Nee, da ist in der Luft jemand. Sorry, mein Fehler. Hey, willst du hier das kaufen? Scheiße, ich kann's nicht verkaufen. Echt, hier auch nicht. Geht nicht, ne? Nee. Schade, nur Autos verkaufen, oder? Schade, schade. Da habe ich mir so Mühe gegeben. Dann fliege ich jetzt mit diesem Heli einfach zum Flugfeld, oder? Und da treffen wir uns dann wieder, oder? Wie kannst du auch Ach so. Ja, lass sie stehen, schießen kaputt und dann holen wir die ab. Ja, genau. Du musst direkt auf den Rotor schießen. Auf den Rotor? Drunter eigentlich. Kurz drunter. Ja. Den Motor vom Rotor. Explodiert der dann, oder? Da soll ich nee, 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 so? Aber der ist dann kaputt, nee, der kann nicht mehr abheben. Immer noch die Kirche. Da bist du falsch, da bist du schon völlig falsch, Mandrium. Sehe ich das jetzt, ob er kaputt ist? Die Kirche, ich sag's dir gleich. Nur wenn du einsteigst. Die eine ist bei Ageloichi, rechts vom Drogendealer, ist die eine Kirche in Kavala. Dann neben der Garage ist eine Kirche und direkt am Strand unten ist eine Kirche. Dann rechts neben dem Krankenhaus ist eine Kirche und unten beim Tauchshop ist eine Kirche. Fünf Stück. Also das er, meint einfach Hauptstraße durch Kavala fahren. Gut, machen wir das. Du fährst jetzt mit Ifrit alleine? Der Hauptkommissar hat gesagt, ich soll das machen. Ja, aber das musst du nicht mehr das absprechen. Das kann ich nicht. Der Hauptkommissar hat gesagt, er ist alleine. Als ob wir jemals auf den Hauptkommissar hören würden. Er hat mir sein Wort gegeben und ich vertraue dem Kommissar. Komm, hinterher hier. Luftunterstützung. Du musst in der Luft bleiben. Achso, nee, ich wollte jetzt Blaze zum Flughafen bringen, damit er sich auch ein Heli holt. Und damit er mich abholen kann. Zuerst, ne? Du brauchst ihn. Okay. Ich bleib nicht in deiner Nähe, aber ich schweb hier ein bisschen in der Gegend rum, okay, Dano? Achso, okay. Okay. Nicht, dass ich hops genommen werde, deswegen. Guck mal, die Cops haben sich gerade getötet. Ich habe nämlich gerade den Heli hier kaputt gemacht. Ja. Viper wurde von Safi getötet. Die haben richtig Spaß, glaube ich, bei der Aufnahme. Was zur Hölle tun die? Sorry, Arne, ich hab dich unterbrochen. Ja, ich würde hier gerne nicht so lange rumstehen, wenn das irgendwie geht. Achso, wo bist du, ne? Ich bin bei dem Autohändler da, Autoschieber rechts bei Checkpoint 3. Okay, Checkpoint 3, ich komm zu dir und hol dich ab. Alles klar, dankeschön. Checkpoint 3. Der ist da bei Pyrgos bei der Bahn. Ah, da bist du ganz schön weit geflogen. Ja, Krabs, dann flieg mich schon das Flugfeld, egal. Ja. Und ich echt, wollen wir nicht Dalu Deckung geben, wenn er da jetzt... Können wir auch, ist mega. Nee, Dalu, ich hau jetzt ab, ne, aus der Luft hier. Wenn das ja, ja, ich bin noch da. Ich weiß Bescheid, okay? Kriegen. Ah, hab ihn gefunden. Aber ich mag alle jetzt da nicht in der Pampa stehen lassen. Okay, ich rede jetzt mit dem Hauptkommissar mitten in der Stadt, aber er ist alleine. Sag Bescheid, wenn irgendwas passiert, wenn wir dich rächen müssen. Mach ich. Gut. Was willst denn du machen? Dalu ist schon wieder weg. Der hat schon alles, der hat seinen eigenen Plan gemacht heute. Ja, aber wieso will er denn mit dem Polizeischiff? Weiß ich nicht. Der hat irgendwas vor, was er uns nicht sagen will. Okay. Ist aber voll nicht TTT-like, Mann. Das war der Grund, warum wir uns getrennt haben vor 12 Jahren. Ja, warum? Tell me why? Was ist das? In Kavala oder wie? Ja. Das ist, tell me why. Das war doch von denen, oder? Okay, der Helikopter kann abziehen, alles cool. Jetzt erzähl mal, was du machst, ey, Dalu. Ja, es geht um meine Waffe. Ich will da einen Stempel drauf haben, dass ich die haben darf, weil die Bullen wollen mir immer die Waffe abnehmen. Ich will da jetzt vom Hauptkommissar einen Stempel haben. Ein Stempel, alles klar. Was mache ich jetzt hier? Frag ihn doch mal, ob er ein Autogramm drauf macht. Achso, jetzt ist er schon wieder weg. An einer Laterne. Ihr merkt, die TT ist auch ein bisschen hängen geblieben, ja? Ich sag nur Duct Tape. Juhu! Es funktioniert noch. Duct Tape. Ah, auch so ein Insider, schrecklich sowas. Hatten wir nicht irgendwann mal was zu essen und zu trinken? Ja, das hab ich. Ja, ich hab gar nichts mehr. Ich falle hier gleich um. Du ja, auch? Dann Ralf holt mich jetzt ab und dann geht's erstmal Picknick irgendwie. Also ihr müsst euch selber was holen. Ich baue noch 9,7 Kilometer mit dem Hummingbird und zurück. Das sind locker 12 Minuten. Ja, nee, wir treffen uns am Flughafen. Okay.
Ja, dann flieg zu mir. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich den Heli zum Flughafen geflogen und hätte da den Ruder. Hab Anne, komm zum Flughafen, das ist kürzer. Steig ein, das geht los. Nicht. Warum? Weil ich den Heli schon zerschossen habe und ich kein Repair-Kit mehr habe. Okay, das ist natürlich auch so richtig komisch. Nie hat's ein Repair-Kit dabei. Hatte ich doch, aber ich habe den schon für den Heli benutzt, als er noch oben stand und kaputt erst war. Erst reparieren, dann kaputt schießen, dann wieder reparieren. Ne, ich habe nur auf eure Anweisung gehandelt. Die wissen auch nicht, was sie wollen.